Jutschi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Cave Story. Ich musste gerade überlegen, was wie immer das Spiel. Und jetzt nochmal das blöde Tour. Meine Fresse, ich wünschte, ich könnte den Scheiß irgendwie mal. Seht euch den Kerl an! Das ist so eine Visage, den könnte man in die Fresse schlagen. Ja, weil du noch nie einen Blumenstrauch des Kong hast. Okay, das habe ich schon mal in den Polenpart gebracht. Ja. Wie kann sich diese Bitch darüber freuen, dass sie ein unschuldiges. Ein unschuldiger Mimiker jetzt dafür missbraucht wird? Naja. Langsam weiß ich auch, warum Wenka nichts von ihrer Tochter wissen will und sie als vertrottelt nennt. Ich finde es interessant, dass die Übersetzungen immer noch nicht gecheckt haben, dass King eigentlich sein Name oder nicht sein Titel ist. Oh Mann, bitte, jetzt hör auf uns zu quatschen, du. Das ist doch zuerst die Blumen. Das Blöde ist ja, dass Toko ja diese Blöcke ja schmeißt und die man nicht abschießen kann. Glaubst du was? Toko, ja. Ich glaube, es bringt nichts irgendwie. Man muss doch schon mit Geduld rangehen. Oh. Nee, die überschieße ich lieber. Also anders. Wie? Ich wurde getroffen. Oh, ist da bloß da hinter mir, wa? Meine Blume! Ernsthaft? Nee, nee. Aufpassen. Also wenn sie springt, schmeißt sie auch gerne. Also. Ja, ja, okay. Achtung, Achtung. Was soll das denn? Was hab ich denn da jetzt wieder getroffen? Oh, oh. Ja. Oh. Ja, toll. Ja, jetzt kann die. Ja. Ich muss aufpassen. Oh, jetzt kann ich das Ding plötzlich erschießen? Ah, nee. Ja, toll, super, gut gemacht. Wo kommt die Blume her? Oh, komm schon! Wo ist sie? Da! Alter, wieso? Geil! Schafft. Oh mein Tor. Nein! Rasentonko besiegt. Nein.
Ja, Leute, das ist der Grund, warum ich diese Szene hasse. Weil Toruko ist tot. Wir mussten sie töten, weil wir keine andere Wahl hatten. Und das alles nur, weil der Doktor unbedingt wissen wollte, welche Wirkung diese verdammten Blumen haben. King? Es ist zu spät für mich. Willst du mich rächen? King? Schwert gefunden! Ich hasse das, weil... Na, zu dem Blumen sagt er gar nichts. Oh, da fällt mir ein, da könnte ich vielleicht... Da hätte ich eine gute Idee, was ich da jetzt handle rein... Och! Husse! Och nö! Code geht doch zur Seite. Verzeihung. Steck deine Verzeihung in deinen nicht vorhandenen Arsch. Von mir aus in einen Schlitz. Du bist also noch am Leben? Ja, bin zäh wie Leder. Du erinnerst mich an damals. Ein sehr kleiner Roboter, wie du. Die direkte Konfrontation mit dir macht die Dinge nur komplizierter. Also, ab in das Labyrinth mit dir! Oh nö! Und du auch! Ich glaub, sie hat dich gefeuert, Balrog. Himmel, das fühlt sich gut an. Wie es aussieht, bist du auf dem Boden aufgeschlagen. Wo ist dieser Ort? Aua. Okay, wer seid ihr? Ach so, ich kann auch runterschießen, oder? Ah ja, da war ja was. Oh, ich habe jetzt das Schwert von King. Willst du speichern? Ja, bitte. Spiel gespeichert. Wo sind wir jetzt nur gelandet? Okay, mal sehen. Was sagst du eigentlich? Der Schalter, um die Tür zu öffnen, soll angeblich irgendwo da oben sein. Aber es ist sehr schwierig, da hinaufzukommen. Ich habe es wieder und wieder versucht und habe mir dabei meine Beine gebrochen. Dafür stehst du aber recht auf, recht Idiot. Ach ja, ich weiß nicht. Sind das Roboter oder Katzen? Aber ich glaube, es sind Katzen. Ich wette, Misery hat dich hier runtergeschmissen. Du armes Ding. Dies ist der Schrottplatz von dieser Insel. Wenn du erstmal hier bist, kommst du nie wieder rein heraus. Das wollen wir ja sehen. Keine Antwort. Okay. Dann wollen wir mal sehen, wie wir hier rauskommen. Ja, macht er gleich. Oh, Scheiße! Okay. Der mag's nicht. Beschossen zu werden, hab verstanden. Und ich werde dich beschießen müssen. Weil du nämlich da im Weg bist. Und ich genau weiß, du würdest mich nicht da durchlassen.
so, oh, du würdest auf mich fallen, wie ich dich deine Kollegen kenne. Oh, nice, her damit. Jetzt muss ich wirklich jetzt hinterher springen, um die zu sammeln. Das Labyrinth. Tja, Leute, wenn ihr jetzt Schiss habt, oh nein, ein Labyrinth. Da kommt man noch gar nicht weiter, verläuft man sich. Keine Sorge, Leute. Ich weiß nicht, wieso das Ding Labyrinth genannt wird, aber... Labyrinth ist nicht gerade passend. Du beschießt deinen Kollegen. Von mir aus. Weil es geht nur in einer Richtung. Und das ist ja eigentlich nicht, was ein Labyrinth ist. Ein Labyrinth ist ja sozusagen praktisch mit Sackgassen, falschen Wegen und so, aber... Aber, also, ja, was... Also, dazu da, um... Ja, um einen in die Irre zu führen. Darum heißt es ja eigentlich auch Irrgarten. Es führt einen in die Irre. Nur, es gibt nur eine Richtung, Leute. Da kann man sich nicht großartig führen. Okay, Salman heißt Son Goku oder Zoro. Dann könnte das wohl schon eher der Fall sein. Und danke, mein Lieber, dass du nicht springen willst. Aber du springen ja musst. Okay, dann wollen wir mal oben einen Schalter drücken. Das wird auch gelacht, wenn wir einfach hier bleiben, nur weil eine gewisse Misery meint. Sie könnte... ja. Super. Sie könnte der Ansicht sein. Nein, das... Sag mal, was ist denn da? Ja, toll. Würdest du mal langsam tot gehen? Ja. Ja klar, da trifft er mich, das Arschloch. Ah, toll, ich habe noch 11 Punkte. Und werde wohl wahrscheinlich gleich sterben. Ich könnte eigentlich das nur mal laden, aber... Nö. Sag mal... Ernsthaft, die blöden Bälle. Oh, danke. Halt, nein! Oh Mann, ich wollte doch mit dem Polarstar wieder aufladen. Ja, da können wir kämpfen. Das ist ein kleines Problem. Wir kennen... Jetzt springt der Arsch hoch. Ist das dein... Ja? Ey, Alter, wieso springst du hoch, wenn ich springe? Vielleicht kann ich ja... Kann ich das so? Natürlich nicht. Ach ja, ich kann ja nicht so wie Gianna da so praktisch von vorne noch einen Sprung machen. Wisst ihr, was irgendwie absolut scheiße ist? Wenn man so viel gar nichts hat. Aber so komme ich jetzt nicht weiter. Ernsthaft, du blödes, fettes Viech, ey! Lass dich doch einfach abknallen! Oh! Okay, und wie werde ich das jetzt hier los? Weil der springt ja hoch, werden wir ja... Vielleicht Wabbel?
Pilz! Naja, davon. Hä? Hab ich ihn da getroffen? Na toll! Das fette Vieh ist so fett, Voivario. Und wir kriegen den Arsch nicht geschissen? Ich habe noch 6 APs. Warte mal. Warte mal, Leute. Das würde ich jetzt mal machen. Warte mal. So, weil das bringt nichts. Ich habe so wenig Punkte. So. Da bringt das die ganze Chose nichts. Der Touchscreen. Kann ich da wirklich nicht hochspringen? Fick dich. Dann machen wir halt die ganze Chose mit den. Oh. Wie weit können wir das Schwert? Ich glaube, das Schwert fliegt weiter als der Polarstar. What the fuck? Wow. Fick euch hart ins Knie, Leute. Ihr könnt mich jetzt mal. Und nur weil ich voll honk dachte, oh, ja, ich muss doch mal den Polarstern aufladen. Aber dass die Waffe so mächtig ist, Gefunken. Wie mächtig ist dann die Waffe, wenn sie eher auf Level 3 ist? Ho, ho, ho. Wie gut, dass wir aber hier keinen Fallschaden kriegen. Ja, ich wollte eigentlich noch während des Falls schießen. Und ihn so erwischen. Ja, erinnert mich irgendwie an Kid Icarus, an das NES-Game. Da musste man eigentlich anfangs auch. Ja, fick dich, hart ins Knie. Praktisch nach oben gehen. Also von Underworld an die Oberfläche. Darum heißt ja auch der Soundtrack Underworld. Habe ich gerade tatsächlich anstelle von Unterwelt Underworld gesagt? Okay, ist ja dasselbe. Aber trotzdem. Okay, da falle ich noch mal gerne runter. Sammle die ein. Aber jetzt hat der Doktor die verdammten Blumen. Und so wie ich es verstanden habe, scheinen die Blumen nicht nur bei Minigas solche nun halkische Wirkung zu haben. Weil ja Misery Vault hat nämlich ja hat den Doktor angeboten, dass sie das selbst an sich ausprobieren würde. Und ich meine. Okay, ich muss da wahrscheinlich drauf springen, wenn der nach oben jumpt. Okay, das könnte schon ein bisschen schwierig sein, wenn man das nicht. Wenn man kein gutes Timing hat. Aber ich schaffe es eigentlich auch ganz gut. So. Ja. Vergessen, Cloud ist ein exzellenter Weitspringer. Aber nicht ein Hochspringer. Ich finde es irgendwie schade, dass habe ich schon wieder Cloud gesagt? Cloud? Anstelle Cloud? Okay, ja, ihr wisst ja hoffentlich, wie ich es meine. Den werde ich auch mal erledigen und dann erledigt er mich. Oh, Raketen. Habe ich eigentlich da noch?
möchte ich jetzt mal sehen, ob ich da hinkomme. Nö. Schaffe ich nicht. Na, okay. Das ist wirklich. Yo, Baby, yo, balla balla, ey. Das ist aber wirklich schade, dass von Brot nichts in Amerika gibt, also von Cave Story. Das ist doch im Grunde mal ein kleines Juwel. Auch keine Fortsetzung gibt. Obwohl, irgendwie war die Rede von einem Prequel, also eine Vorgeschichte dazu. Und ich bin nicht davon eher begeistert, weil. Weil, was, ganz einfach. Okay, ich muss euch töten. Ich muss euch töten. Tut mir leid. Weil das will ich haben. Ich war eigentlich auch von den Prequels von Star Wars nicht begeistert. Obwohl ja eigentlich die recht ganz gut sind. Ja, sind gute Popcorn-Filme. So. Und letztendlich haben sie. Ach du Scheiße, ja. Okay. Okay. Ich glaube, das könnte wohl mehr ein Problem werden als die ganzen durchgeknallten Teddybären. Oh, Scheiße. Oh, das ist ein Computer. Ich glaube, die könnten mich zerquetschen, wenn ich aufpasse. Toll, Zug verpasst. Und das sind tatsächlich Augen. Und eigentlich. Ernsthaft? Wieso hat mich das verdammte Ding zerquetscht? Toll. Ich darf die ganze Scheiße also nochmal machen. Okay. Ich verstehe. Diese komischen Plumpsbärchen sind nicht das Problem. Ja? Okay, komm noch mal runter. Na toll. Toll, und ich habe jetzt vergessen. Ach ja, ah nee, ich habe es nicht vergessen. Ich sag's, weil ich jetzt vergessen. Oh ja, das. Okay, jetzt habe ich ja keine Lust, extra runterzufallen. Obwohl ich das vielleicht machen sollte. Na, geschafft es. So. Okay. Ja, ich war ja bei Freakle stehen geblieben. Nun ja. Also Star Wars würde ich sagen, okay, das geht da noch. Aber ich war schon damals zuerst nicht begeistert gewesen, weil ich möchte eine Fortsetzung haben und vor allem, man kennt ja eigentlich, was da passiert ist. Aber ich muss trotzdem sagen, Agnes Lucas, bis auf ein paar Sachen, okay, ein paar ist gut. Nee, zum Beispiel die Sache mit dem Midichlorianer oder mit Anakin hat keinen Vater. Leute, und damit ist nicht Sinne gemeint, dass sein Vater verstorben ist, sondern dass er tatsächlich keinen Vater hat. Weil er. Ja, warum auch immer er keinen Vater. So, also. Ach, guck mal einer an. Hm.
die aber gleich nochmal runter und speichere das, dann falls ich schon wieder zerquetscht werde. Weil dass ich nicht normal diese ganzen Blumsbärchis machen muss. Sag mal, Kammer ist es euch ganz gut. Hier. Gut, so storytechnisch. Also, nur was mir jetzt nicht so. Warum ich jetzt. Ja. Ich verliere total den Faden. Also, wieso ich jetzt auf Prequel komme, ist, weil auf Netflix wird ja wohl demnächst The Dark Crystal. Also sozusagen eine Serie zu geben. Und jeder, der Dark Crystal oder wie der deutsche Titel heißt, der dunkle Kristall, ist es wirklich, freut man sich ja darauf. Ja, ich habe mich eigentlich auch gefreut, nur leider hat es ein bisschen meinen Spaß gehemmt, weil es ist ein Prequel. Und jeder, der den Film kennt, denn der weiß doch, der braucht nicht die Prequels, um zu wissen, was passiert ist. Ich sag ja nur, die Sexes haben die Gelfling gejagt und praktisch ausgerottet. Weil es hieß, ein Gelfling ihre Machtschaft beenden. Also ihre Macht. Sie runter, die Skixe. Eigentlich auch. Nun ja, sie sind, was man sagen kann, wirklich. So. Willst du die Tür öffnen? Ja, bitte. Oha, ist wirklich ganz schön hoch. Na? Okay, wir haben es jetzt geschafft und jetzt aufpassen, dass wir nicht gegen diese Blöcke kommen. Ich glaube, eine Berührung, und das nicht von oben ist, tötet uns. Oh, die sind alle weg. Ja. Ja, warum mir das denn nicht so schwer mit Prequel zur The Dark Crystal, ist doch ganz einfach. Weil wir genau wissen, der Widerstand, es heißt nämlich Zeit des Widerstands, wird zerschlagen. Und auch sowas Pessimistisches, darauf lege ich nicht sonderlich viel Wert, Leute. Tja. Aber jetzt erstmal genug, auch für diesen Part. Wir sehen uns in den nächsten Part wieder bei Cave Story und werden sehen, was es mit diesem Labyrinth auf sich hat. Ich bin Percy AD. Und wir sehen uns in der nächsten Part. Siamadani!